Es ist gar nicht mehr so viel los heute Nachmittag. Okay. Und, achso, ja, sorry. Ist für alles auch, genau. Wenn wir auch Zeit, ne? Okay. Und ich dachte, ich teile einfach mal ein bisschen, was wir bei BASF Digital Solutions, also wir sind sozusagen der digitale Part von der BASF, wir sind der Serviceleister. Alles, was mit IT zu tun hat, liegt bei uns. Und wir sind bei BASF wirklich die Einheit oder der Bereich, der bis jetzt mit OKR-Methoden bis zur Geschäftsführung arbeitet. Also wir haben Jahresziele auf Geschäftsebene uns gesetzt, die dann sozusagen runtergebrochen werden auf die verschiedenen, sagen wir bei uns, Segmente, um zu schauen, okay, wie können diese übergeordneten Ziele auch eben für die Segmente sichtbar werden und wie können die einen ja, sichtbaren Mehrwert dazu beitragen, ja, auch das Jahresziel der ganzen Company bei uns, also die Digital Solutions, sag ich mal, zu erreichen. Und ja, ich wollte eigentlich mit euch einfach ein bisschen drüber sprechen, deswegen, ich habe jetzt auch keine Slides vorbereitet, soll eigentlich ein ganz schöner Austausch werden. Wer von euch hat denn schon mal mit agilen Methoden gearbeitet oder wie du zum Beispiel jetzt schon sagtest, Janina, sicherlich haben viele von euch auch schon mit agilen Methoden gearbeitet, aber haben das gar nicht so richtig realisiert. Ja, und deswegen meine Frage, also die erste Frage, arbeitet ihr wirklich in einer strikt agilen Organisation, ist das, die wirklich mit OKRs arbeiten? Oder bin ich da jetzt hier im Raum, sage ich mal, der Einzige? Also, Frage ist agil und OKR, muss das immer zusammen sein? Ja, sehr guter Punkt. Muss nicht. Nein. OKR ist eine Methode. Also genau, Ich arbeite in einer Objective. Organisation, Okay. die in ihrer Form im Moment noch keine OKRs nutzt, aber außenrum schon, aber ich würde das trotzdem als agile Organisation Ja, auf jeden Fall. bezeichnen. Genau. Ja. Nee, richtig. Also insgesamt agile, wer nutzt agile Methoden oder wer arbeitet nach agilen Methoden? Ja, also wir benutzen zum Beispiel OKRs. Ansonsten muss ich mal sagen, ich weiß nicht genau, was ist, welche Methoden als agil gelten. Vielleicht arbeite ich in einer agilen Organisation und bin mir das nicht bewusst. Also deshalb, ich weiß halt nicht genau, was jetzt genau die agilen Methoden Okay. Ja, vielleicht noch weitere Inputs. Genau, Sven. Also ich arbeite in einer, ich sag mal, normal organisierten Organisation, Anlagenbau bei BASF. Wir sind eher klassisch Waterfall, projektmanagementmäßig organisiert, probieren jetzt aber immer mehr und mehr agile Arbeitsmethoden einzuführen und haben jetzt auch eine Roadmap, die wir mit dem agilen Team bearbeiten, wo ich auch im Development-Team drin bin. Von daher habe ich damit aktuell Berührung, habe aber dazu auch einige Fragen an dich, Tim, weil du Ja. ja doch ziemlich in der Materie drin bist. Das ist, glaube ich, auch für viele Entspannungsfeld, wo hört man agil auf zu arbeiten, wo fängt man eher klassisch an und umgekehrt. Hast du Beispiele, die du mal nennen kannst, wenn du sagst, ihr habt jetzt eine Roadmap? Also mit was habt ihr angefangen? Na gut, ganz am Anfang gab es als erstes mal die Vision, von der Vision abgeleitet, die Strategie. Die Strategie wurde übersetzt in eine Roadmap und wurde zergliedert in sozusagen einen Product Backlog. Und diesen Backlog arbeiten wir jetzt praktisch in agilen Teams auf und machen eben, also wir haben eine Jahresplanung mit 12 Sprints und treffen uns jede Woche zu einem Weekly. Und machen dann am Ende von jedem Sprint praktisch nochmal ein Review, was lief gut, was lief schlecht, was haben wir erreicht und machen dann die Planning für den nächsten Sprint und schauen dann aber immer auf der Roadmap, welche Ziele haben wir wie weit schon erreicht. Ja. Du hattest gerade gesagt, das ist ja auch spannend, dass ihr 12 Sprints vorausplant. Also für mich ist bedeutet Agilität Nee, wir planen die nicht voraus. Wir haben praktisch nur das Jahr in 12 Sprints schon mal aufgeteilt. Okay, das hat sich gerade so auch angehört, ihr hättet jetzt. Nee, da hast du Okay. mich Okay. falsch verstanden. Also das heißt, Ende Januar machen wir die Sprint-Planning für Februar und Ende Ja. Februar schauen wir uns dann an, wie lief der Sprint, und machen wir Planning für März und so Nee, weiter. das war nur gerade. Nee, also das, ansonsten wären wir ja nicht agil. Also so, je mehr Stichworte ich höre, so Sprints, aber auch so Sachen wie Genau. Kanban-Boards und so, das sind schon Sachen, die wir auch benutzen. Okay. Ich glaube, wenn man, also lebt da teilweise vielleicht in so einer Bubble, wo man sich gar nicht bewusst ist, wie man Genau. eigentlich arbeitet. Das finde ich ganz gut. Du hast gesagt 12 Sprints, also ihr arbeitet zum Beispiel in 4 Wochen. In vier Genau. Wochen Genau. Zielen und in 4 Wochen Ja, Sprints. genau. Okay. Einfach nur zum Verständnis auch fürs Plenum.
Ja, genau. Also das fand ich gut, was du gesagt hast. Oft nimmt man das, also mit Kanban-Board zum Beispiel arbeitet man. Ne? Manche arbeiten mit der Design-Thinking-Methode. Das sind ja alles Methoden, die aus dem großen Big-Topic-Agilität rausbröckeln. Ja? Und ich habe auch schon zu einigen unserer ODs, nennen wir die mal, also Bereiche, mit denen gesprochen, die gesagt haben, Tim, also ich kann jetzt nicht hier als Bereichsleiter kommen und sagen, wir machen ab jetzt Objectives and Key Results, bis ich das an die Belegschaft erstmal übersetzt habe, da ist es, weiß ich nicht, 3 Jahre vergangen. Kannst du mir einfach ein paar Sachen geben, die vielleicht schon agil sind, die funktionieren, die ich mit in mein jetziges Team etablieren kann? Das sind dann zum Beispiel solche Sachen wie Dailies, ja, oder Weekly Meetings. Ja. Und da könnte man auch sagen, okay, dann machen wir noch einen MS Planner dazu, damit es mehr Transparenz reinbekommt. An was arbeiten wir dann? Dann war ich, der Uwe, der arbeitet gerade an das. Das ist gut, dass ich das sehe. Dann kann ich den direkt mal anschreiben. Ansonsten wäre das eben so nicht transparent geworden. Ja. Also dadurch, dass man verschiedene agile Segmente oder agile Methoden nutzt, kann eben dazu auch schon wirklich ein großer Wertbeitrag entstehen. Also es muss jetzt nicht immer sagen, okay, wir arbeiten jetzt voll agil, sondern man kann wirklich mit kleineren Dingen auch die Agilität im Unternehmen vorantreiben und muss jetzt nicht diese große Überschrift sofort, wir sind jetzt ein agiles Unternehmen. Weil, wie du schon sagtest, ich glaube, Janina, du warst es, dann erschreckt man eben oft auch die Leute. Ja, gibt es ja noch weitere Beispiele. Ich habe jetzt Kanban-Board gehört, ich habe jetzt Sprints gehört. Arbeitet jemand mit einem Agility Master oder einem Product Owner oder auch Value Owner? Also Product Owner und Value Owner ist dasselbe. Die kümmern sich um die Themenpriorisierung zum Beispiel. Wir sind ein ganz normales Softwareentwicklungsteam mit Product Owner, Scrum Master und Development Team. Okay, und kannst du mal wiedergeben, wie deine Erfahrungen laufen, zum Beispiel mit dem Agility Master? Also wird der gut angenommen? Nee, das bin ich. Das bist du. Ja, da hast du ja bestimmt auch schon. Wie nimmst du es wahr als Agility Master? Ja, also ich nehme mich Scrum Master in einem Team oder wenn ich auf der Organisationsebene arbeite als SL Coach. Ja. Wie ich meine Rolle wahrnehme oder ob die gewählt ist. Genau, oder vielleicht kannst du ja, weil kennt sich wahrscheinlich nicht jeder damit aus, wie ist denn so dein Tagesablauf? Was macht der Agile Coach bei dir, du als Agile Coach? Was ich mache den ganzen Tag? Ja. Bei uns, wir sind eine Art Corporate Startup. Das heißt, wir sind gerade eben erst intern gegründet worden. Das heißt, ich bin sehr viel damit beschäftigt, die Organisation erstmal aufzubauen tatsächlich. Ja. Also neue Kollegen kommen an und dann uns eben zu überlegen, wie arbeiten wir eigentlich zusammen. Und das ist ein ständig iterativer Prozess, den ich tatsächlich begleite. Und, ja. Und das Team dabei zu unterstützen, sich selber besser zu organisieren. Und was da gebraucht wird, ist ganz unterschiedlich. Also deshalb kann ich auch nicht sagen, ich mache jetzt nur das und das, sondern ich schaue, was wird gebraucht für sehr viele 1-zu-1-Gespräche. Ja. Das ist ein sehr großes Team, das sind 20 Kollegen. Also innerhalb wird dann später, also das ist, weil wir eben gerade so stark wachsen, wird dann später 2 Teams. Aber da höre ich einfach sehr viel in die Organisation, was gebraucht wird und schaue dann, was wir damit machen. Ja, das ist zum Beispiel, also das ist ein super Beispiel, was du jetzt sagst. Du hast gesagt, du hörst ins Team rein, du guckst, was das Team braucht, um es dem Team leichter zu machen, besser zusammenzuarbeiten. Ne? Also auch so organisatorische Dinge. Wie kriegen wir unser Teamarbeit, Kollaboration aufs nächste Level? Das sind zum Beispiel jetzt Dinge, die auch bei mir halt an der Tagesordnung stehen. Ja? Also wie bekomme ich mein Team mehr enabled und kann ihnen die Steine aus dem Weg räumen, damit sie mehr und effizienter zusammenarbeiten und viel People Working. Du hast 1-zu-1-Gespräche noch angesprochen. Das ist eigentlich genau so die Aufgabe eines Agility Masters. Andere Frage? Ja, oder? Frage, könnte ein konkretes Beispiel, also zum Beispiel euch, dir fällt dann auf, wir haben irgendwie unsere Aufgaben oft nicht gut visualisiert, deswegen mache ich jetzt im nächsten Daily, nehmen wir jetzt mal den Planner, sowas zum Beispiel. Genau, also das wäre dann, du hast dann erkannt, okay, wir sind nicht gut strukturiert, wir haben die Transparenz ist nicht hoch genug im Team. Wir sprechen zu viel über, was machst du eigentlich und was machst du und haben wir darüber schon mal was gemacht und alles das könnte ich ja zum Beispiel im Planner mir anschauen, um den dann eben einzusetzen, um einfach effizienter zu arbeiten. Also das wäre dann eine Methode, den Planner einzuführen und zu sagen, okay, wir haben aber auch bestimmte Agreements, wie wir unser Daily strukturieren. Mhm. Also wir haben zum Beispiel bei uns, ganz klassisch, wir haben eine Meeting Structure bei uns. Wie hat ein Daily abzulaufen? Mhm.
Ja, und da geht es dann auch, also da gibt es dann solche Sachen wie, jeder muss auch vorbereitet ins Team kommen. Jeder muss vorbereitet sich seine Work-Items, die er im Planner stehen hat, anschauen. Gibt es hier Updates oder eben nicht? Sind diese Updates, sind die wirklich, genau, ausschlaggebend genug, um die überhaupt mit dem Team auch zu teilen? Ja, weil es bringt ja nichts in einem Weekly, einfach jeder gibt sein Update rein und sag ich mal, 80% der Leute sagt, naja, eigentlich hat mir das jetzt nichts geholfen. Also man muss so ein bisschen in diese Kultur reinkommen. Was muss ich mit dem Team teilen, damit das Team auch davon einen Mehrwert hat? Und eigentlich sollte es nicht ein Status-Update sein. Ganz genau. Es soll eigentlich dazu da sein, zu fragen, wo muss ich in Interaktion gehen mit anderen, wo habe ich einen Blocker und da kann mir jemand helfen. Ganz genau. Und dann können wir entweder das selber schnell lösen oder wir sagen, okay, wir treffen uns nachher nochmal und lösen dann das Problem. Also es ist eigentlich so ein Kollaborationsding und nicht ein Status-Update, weil das Status-Update steht im Chai-Rapport. So ist es. Brauche ich das nicht. Aber vielen Dank. Eine kurze Frage. Wenn jetzt jemand bei euch sagt, er hat kein Status-Update, muss er dann zum Daily erscheinen oder ist es optional? Ja, er muss schon erscheinen, weil für ihn, vielleicht sind ja für ihn andere Informationen des Standards, des Updates wichtig. Und das ist zum Beispiel auch, dass du es ansprichst, wir haben zum Beispiel auch in diesem Team-Agreement drinstehen, wenn jemand nicht kann, verhindert ist und kann an diesem Daily nicht teilnehmen, dann ist es von uns trotzdem vom Team erwartet, dass das Status-Update entweder als Kommentar im Work-Item drinsteht oder jemand anderes eben ja, so aufgeschlaut ist, dass er das Product-Update trotzdem geben kann. Weil es ist nicht fair, wenn jemand nicht da ist, aber vielleicht die Information fürs Team wichtig gewesen wäre, damit die weiterarbeiten können an einem bestimmten Sachen. Und es wird halt nicht geteilt und dann verlangsamt es das Team. Also das sind eben alles so Sachen, die wir eben in dieser Weekly Structure runtergeschrieben haben, was wirklich wichtig ist. Wie läuft es ab? Wie muss ich vorbereitet sein? Und genau. Wie groß sind denn die Teams? Ja, zum Beispiel, wir liegen gar nicht so weit drunter. Also unser Team sind jetzt zum Beispiel 13 Leute bei Agile Education, die ich habe. Anderes Team sind 9 und... Aber ich meine jetzt für die... 6. Also du meinst jetzt dein Team? Mein Team, das ich betreue als Agility Master, ja. Okay, aber mir geht es jetzt darum, diese Dailies. Wie viel habt ihr da Leute? Das sind genau die Zahlen. 13. Okay. Richtig, das sind 13 oder 6 oder 8. Ach, ich dachte, du wärst so eine Einheit, die das koordiniert, dass die Leute das können. Ah, ja, also das machen wir auch, das stimmt, das ist richtig. Ja, das ist bei mir ein bisschen schwierig, vielleicht nochmal als Erklärung. Also ich bin Agility Master bei uns für unser Agile Education Team, die auch die agilen Methoden ins Unternehmen treiben. Okay. Also wir arbeiten selbst agil, um die Agilität ins Unternehmen zu treiben. Genau, und da bin ich für dieses Team der Agility Master. Genau. Ja, also normalerweise sagt man so 10 Personen, weil sonst wird es einfach zu groß. Also das merke ich gerade, das war halt eben, weil immer mehr Leute gerade, wenn wir eingestellt haben, wie verrückt. Und jetzt sind die alle da und jetzt müssen wir eben gucken, wie kriegt man da 2 Teams raus. Also wenn es mehr als 10 wird, sagt man normalerweise, weil sonst wird es einfach auch zu groß. Genau. Und das ist halt ganz wichtig, die brauchen ein gemeinsames Ziel. Also nicht irgendwie eine Gruppe von Menschen, die irgendwie jetzt zusammengesetzt sind, sondern das ist wichtig, dass die an einem gemeinsamen Ziel arbeiten. Weil sonst brauche ich auch kein Stand-up machen, wenn die überhaupt nicht... Wenn die anderen nicht Hat jeder im Saal. Da sind wir wieder. Ja, wir hatten es gestern. Richtig, ganz Tag über Englisch. Ja. Genau, weil dann, richtig, dann können, kann auch jeder in seinen Silos arbeiten und das alleine. Wir brauchen ja auch kein agiles Team, dann bringt es keinen Mehrwert. Das Problem ist ja, dass die Stand-ups durch online weggefallen sind, so ungefähr. Also, warum sind die weggefallen? Ja, die sitzen. Die Situation ist tatsächlich, dass ich gemerkt habe, dass seit Corona diese Meetings durchaus eben nicht mehr so zielstrebig durchlaufen. Das ist schwieriger als vorher. Und ich weiß nicht, wenn da jetzt jemand mal Ideen hätte. Also weil vorher war das halt so, man konnte nicht mehr stehen. Ne? Ja, also ich kann es nicht ganz mitgehen. Es kommt halt immer auf den Moderator, also Agility Master moderiert ja zum Beispiel das Stand-Up dann auch. Und wenn ich das Stand-Up moderiere und habe die Struktur, dass wir 15 Minuten durch die bei uns jetzt OKR-Updates gehen und sagen, okay, was ist unser Progress? Und danach gehen wir sozusagen mehr ins Product-Update rein, dann ist da schon eine Struktur. Und da gibt es eigentlich nicht dieses, naja, dass es nicht so strukturell abläuft, weil der Moderator macht seinen Job, der jetzt im Raum steht, wie ich jetzt hier oder sitze, oder eben der das online begleitet. Also das kann ich jetzt so
bei uns nicht Teil, dass die Struktur oder dass die Meetings damals besser gelaufen sind, als wir noch alle mehr. Wir waren aber schon immer ein Team, ein globales Team, was das schon immer hybrid gemacht hat. Also wir waren nie Leute, die nur vor Ort waren. Und wenn ihr jetzt Agile Education macht zum Beispiel, was ist ja. Weil zum Beispiel Software kann ich es mir jetzt irgendwie ziemlich gut vorstellen. Okay, wir haben jetzt dieses eine Produkt, wo wir jetzt dran entwickeln. Wir haben alle, arbeiten alle da dran. Was ist jetzt für euch zum Beispiel so ein Arbeitsrahmen? Oder? Also woran wir arbeiten. Ja, genau. Also irgendwie zum Beispiel Lernprogramm für ja, genau. Oder sowas. Ja, genau. Also wir machen Trainings. Wir machen zum Beispiel den Learning Path für den Agility Master bei uns. Mhm. Der hat halt das Agile Basics, dann kommt Retrospective Anti-Patterns, also verschiedene Trainings, sind dann 12, 13 Stück, die man bei uns durchlaufen muss, damit man am Schluss die Zertifikateprüfung machen kann, um dann eben zu sagen, hey, theoretisch habe ich das jetzt geschafft, jetzt gehe ich in die Praxis und muss 2 Jahre lang in die Praxis gehen und kann danach sagen, hey, das hat gut geklappt, ich mache das gerne weiter. Und ist natürlich dann auch immer im Austausch mit einem Agile-Coach, mit einem Mentor. Und das machen wir. Also wir bilden diese Trainings aus. Das heißt, da kommen dann zum Beispiel E-Learnings rein. Da müssen Videos gebaut werden. Und das sind halt dann alles Work-Items, die bei uns ins Kanban-Board eingetragen werden. Dann muss man mit der Working Council, mit dem Betriebsrat arbeiten und solche Sachen. Also das sind dann alles zum Beispiel Dinge, die wir jetzt machen. Mhm. In dem anderen Team, in der COP, Agile Transformation, gehört auch noch zum Team. Das ist sozusagen wirklich das Team, was die Agilität ins Unternehmen treibt, die Communities of Practice. Da sind es dann zum Beispiel Dinge wie ein Agile Target Picture zu basteln für den Geschäftsführer, dass der mehr versteht und auch seinen Bereichsleitern das Thema agile Organisation näher bringt. Und dann eben die Unterpunkte, die dann daraus untergebrochen werden und entstehen, kommen dann bei uns in das Kanban-System und daran wird gearbeitet. Gibt es denn Fragen von den Online-Kollegen oder Erfahrungen, die ihr teilen wollt oder wo ihr noch Interesse habt zum Austausch? Ja, vielleicht eine ganz praktische Frage. Ich habe auch versucht, mit dem Planner zu arbeiten, ziemlich häufig schon. Aber wie geht ihr mit dem Dokumentationsaufwand um? Also überhaupt die ganzen Dinge in das Board zu bringen, ist ja schon Aufwand. Und ich glaube, das ist der häufigste Punkt, warum das bei mir jetzt gescheitert ist in den letzten Jahren. Ja, sehr guter Punkt, Dominik. Wir machen das bei uns so, da wir jetzt mit der OKR-Methode arbeiten, dass nur OKR-relevante Themen auch in diesen Planner eingetragen werden. Das heißt, wir haben aber auch zum Beispiel in dem Agreement ganz klar aufgeschrieben, wie sieht eine Beschreibung eines Work-Items aus. Also wir sind da sehr, sehr strukturiert. Das heißt, dass eine Beschreibung rein muss, dass eine Acceptance-Criteria rein muss, das heißt eine Definition of Done. Wann ist dieses Work-Item fertig? Ne, damit es eben auch durch das Kanban-Board oder durch den Planner durchlaufen kann, damit ich eben mal sagen kann, okay, hier ist der Status so und so. Dann wird der Status, wenn man mal nicht da ist, auch als Kommentar eingetragen. Und wir versuchen natürlich schon wirklich, es soll kein Mehraufwand für die Leute sein. Es soll ja der Return on Invest, sag ich mal, des Planners, die Nutzung des Planners, soll natürlich immer höher sein als der Invest, den ich dann auch hier reintippe. Das ist es schon. Aber ich gebe dir recht, ich hatte das in einem anderen Bereich bei AP, die machen bei uns die ganzen der Agrarsektor. Und die hatten das zum Beispiel ein bisschen falsch aufgenommen und da ging es mehr oder weniger, haben die es fast gehandelt wie ein Status-Update. Und da waren am Schluss 50 Themen in Doing. Ne? Und dann alle gesagt, also das ist ja nur, ich tippe jetzt ja nur noch rein und so, das ist ja fast wie eine Überprüfung, was ich alles mache. Das soll es ja nicht sein. Ich meine, da ist ja eben das Scrum Master dafür da, dass, genau, dass nicht 50 Items in Doing sind. Genau. Weil das ist ja genau das, was ich mit dem Kanban-Board erreichen will, das Flow. Genau. Das würde dann der Scrum Kanban Master, wie auch immer, zu dem ist er ja da. Genau, und die hat nichts. Und dann bringt es eben natürlich keinen Mehrwert, dieses Board. Also, dann kann ich es auch bleiben lassen. Oder wenn es mehr Aufwand ist, das da einzutragen, wenn das eine Aufgabe ist, die ich in einer Stunde erledigt habe, dann brauche ich das nicht in den Planner eintragen. Ja. Ja. Und da war es eben so, Dominik, da hat es eben nicht gut funktioniert, weil die Führungskraft hat keine Ressource bereitgestellt, die als Scrum Master agiert. Und er hat gesagt, nee, wir kriegen das schon so hin und das funktioniert nicht. Mhm. Also das wollte ich auch noch mal teilen als Erfahrung. Ich bin jetzt 3 Jahre lang, also auch noch nicht riesig erfahren in dem Thema, aber
wenn man wirklich die Agilität treiben möchte und auch nach bestimmten agilen Methoden arbeitet, zum Beispiel jetzt OKR mit Kanban, dann braucht man einen Agility Master, der ein Auge darauf hat. Weil das ist nicht nur ein 20% Job oder so nebenher, den man macht und sagt, ja, ich gucke mal aufs Board, ist da alles in Ordnung? Ah ja, das sieht ganz gut aus. Und dann, man muss sich wirklich vorbereiten, gucken, okay, ist das Board gepflegt? Dann macht man das Dashboard und sieht eben die Kollegen, okay, hier ist was, da fehlt noch die Acceptance Criteria, kannst du die bitte noch eintragen? Aber da ist schon viel Aufwand dahinter und eben auch dieses People Work oder die People Work, die hinten dran ist, wenn man merkt, hey, hier ist wieder irgendein Pink Elephant, ne? Man merkt, dass das Team gestresst ist, dann muss man eben probieren, das Team anzusprechen, und nicht nur probieren, dann ist es die Pflicht des Agility Masters, mit dem Team auch so zu agieren und zu sagen, hey, Leute, erzählt mal in der Retrospektive, was läuft denn gerade nicht gut? Ne? Und das ist dann eben auch ein freier Raum, ich hatte das ja bei Psych Safety schon mal angesprochen, wo man wirklich dann eben auch Kritik äußern darf. Ja, Kritik äußern darf, was läuft hier gerade nicht gut? Weil wenn wir nicht darüber sprechen, können wir es nicht verbessern. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Action drin. Wer ist denn eigentlich? Janina ist. Janina, okay, Janina, bitte. Also wir haben bei uns auf keinen Fall die Möglichkeit, einen Agility Master oder einen Scrum Master irgendwie einzusetzen und ja, den Kapazitäten einzuräumen. Wie gelingt es denn dann, trotzdem die Agilität im Unternehmen zu erhöhen und das Bewusstsein dafür zu schärfen, wenn ich einfach keine zusätzlichen Ressourcen habe, aber durchaus Mitarbeiter, die gewillt sind, das irgendwie voranzutreiben und zu forcieren. Wir sind in Summe nur 120 Menschen. Das ist eine zusätzliche Rolle. Mitarbeiter zusätzlich zu seiner normalen Rolle noch die Rolle des Scrum Masters übernimmt. Aber da muss man eben darauf achten, dass halt derjenige, wenn er jetzt schon 100% daily genau macht, dann eben keine 120, 130 macht. Genau. Also das muss schon mit der Führungskraft abgestimmt sein, dass er zum Beispiel, wenn man jetzt ein Team noch zusätzlich betreut, dann kann man das vielleicht auch mit 50%, 40% leisten, wenn man langsam anfängt. Aber das muss einem halt immer klar sein. Also das ist schon, da steckt Aufwand hin. Ja. Und es ist halt auch so eine Rolle. Also es muss genau klar sein, in welcher Rolle bin ich denn gerade? Bin ich gerade im Team? Und das ist auch immer so ein, es ist nicht so einfach. Also das muss man schon klar auch kommunizieren, in welcher Rolle man ist. Sonst gibt es Schwierigkeiten. Aber notfalls, wenn es gar nicht anders geht, würde ich das empfehlen. Ja, aber ohne Scrum Master und ohne Agility Master keine Agilität, das kann auch nicht sein. Nein, das stimmt. Also es kommt auch immer auf die Reife des Teams an, Janina. Das ist eine Sache. Wir sind zum Beispiel ein Team, was sehr selbstorganisiert funktioniert, auch schon bevor wir mit den Agile Ways of Working angefangen haben. Wenn du da wirklich ein Team hast, die gewillt sind, die technikaffin sind, die mit wenig Erklärung verstehen, dass man ein Work-Item wie aufsetzt und dass man eine Struktur gemeinsam im Team aufarbeitet und sagt, so gehen wir entlang. Und zum Beispiel man immer mal durchrotiert und sagt, so, nächste Woche bist du dran, Janina, mit moderieren, nächstes Mal ist die Sarah dran, dann der Damian. Dann funktioniert das schon auch. Es kommt halt wirklich auf den Wille und auf den Reifegrad des Teams an. Ich glaube, das muss langsam wachsen. Das genau. Kann ich sonst nicht tief genug in die Köpfe der Menschen eingepflanzt und auch kein Budget dafür vom Chef. Und es muss halt benehmbar gemacht werden und der Chef auch mal mit dabei sein und sehen, hey, okay, so arbeiten die, das macht Sinn. Wir haben ja auch einen Mehrwert. Ja? Wenn wir natürlich daraus keinen Mehrwert erarbeiten, dann sagt er, naja, Leute, wollen wir jetzt hier noch mehr investieren. Okay, also fange ich am besten an, das Team anzuspitzen, das am den höchsten Selbstorganisationsgrad hat. Genau. Ja? Ja. Okay, gut, danke schön. Gerne. Anna? Ja, also wir arbeiten tatsächlich bei uns auch mit OKR schon seit 2,5 Jahren, auch mit der steilen Lernkurve, weil es tatsächlich die ersten Monate musste man erstmal irgendwie für sich finden und wie formuliert man gute Objectives, gute Key Results und so weiter und so fort. Da würde mich jetzt mal interessieren, weil bei uns ist es auch, also wir steuern bei uns die Transformation damit und also vor allem auch kulturelle Transformation, was eben auch häufig weiche Themen sind. Du hast vorhin auch gesagt, dass ihr so Objectives habt, wie, keine Ahnung, Schulkonzept, Training, sonst irgendwas konzeptionell erarbeiten. Was sind denn bei euch so exemplarisch, vielleicht so typische Key Results? Ne? Weil ich finde, das ist, also gerade bei den Key Results, es soll keine KPIs sein, trotzdem möchte man natürlich Zahlen, Daten, Fakten und so Continuous Creating Forecast sicherstellen. Und da quasi dann auch, ich sag mal, gute Key Results zu formulieren,
ist nach meiner Erfahrung echt eine Kunst, ja, und da sind wir immer noch kontinuierlich am Lernen, glaube ich. Na, ich gebe dir 100% recht und ich sage dir auch, dass es immer noch super schwer ist. Die Organisation bei uns, wir laufen jetzt mit, also das ist das erste Jahr, dass es wirklich auf Geschäftsebene oben, also Geschäftsführerebene läuft, das haben wir erst jetzt reinbekommen, sind da wirklich stolz drauf, dass wir da Vorreiter sind. Davor war das immer Segmentebene und wir haben bis jetzt Schwierigkeiten, gute Key Results zu erstellen, weil einfach zu viel, erstmal meistens sind zu viele Leute mit dabei, weil du willst natürlich auch kaum Leute ausschließen. Aber ich kann gerne mal, ich kann ja einfach mal vorlesen. Ja? Also bei uns ist ja zum Beispiel so, das Objective 4 bei uns, also jetzt von unserer Firma, ist Redefine Employee Development in an Agile Environment. Das ist das Objective. Und zum Beispiel jetzt ein passendes Key Result dazu, also Key Result Nummer 1 wäre, all employees who have an agile role, wären zu uns der PO, also Product Owner, Agility Master und das DevOps Team completed their agile education learning path for their role. Das ist zum Beispiel jetzt Result 1. Messbar ist es dadurch, dass wir halt wir haben ein Power BI Tool, was eben wirklich mit Success Factors verbunden ist, wo wir sehen können, okay, wer ist denn wie weit in seinem Learning Path und sind wir am Schluss dann wirklich, haben wir 70% geschafft, 80%. Ist ja bei Key Results auch so, dass sie sehr ambitious sein sollen. Das heißt, wenn wir 70-80% geschafft haben, sind wir eigentlich bei einem 100%-Ziel angelangt. Also das wäre jetzt zum Beispiel ein Beispiel. Ja, sehr spannend. Danke für den Einblick. Was wir gelernt haben ist, und das ist bei eurem, klingt es auch so, wir haben am Anfang auch häufig Key Results gewählt, auf die wir also nicht 100% Grip drauf hatten. Ne? Also ja, weil man ist natürlich eigentlich in der internen Abhängigkeit, genau was du ja auch sagst, weil letztendlich bist du davon abhängig, dass halt die Kolleginnen und Kollegen tatsächlich auch ihren Lernpath machen. Ne? So, und so wir hatten es auch so Key Results, wo wir vom Vorstand auf einmal abhängig waren. Und das hat natürlich immer nur so sehr gut hingehauen. Ja. Und deswegen war so, ja, so, genau. So. Nee, alles gut, ich wollte nicht noch. Nee, ich wollte sagen, und dann war halt unser Key Learning zu sagen, okay, vielleicht sollten wir die Key Results tatsächlich so formulieren, dass wir tatsächlich diesen Hebel auch in der Hand haben. Ne? Aber da sind wir auch immer wieder am Ausprobieren, ja. Genau, das ist der Circle of Influence, ne, den man sich ja immer wieder widerspiegelt. Das sage ich auch immer, wir haben jetzt 3-Monats-Ziele oder für 4 Monate. Da sage ich, Leute, was können wir in 4 Monaten schaffen? Wir, nicht was kann wer für uns, sondern wir. Damian. Damit beantwortest du eigentlich meine Frage. Ich wollte mich stellen, wer definiert bei euch die O's und wer die KRs? Also ich habe das jetzt so kennengelernt bis jetzt, dass vieles in Erwartungshaltung gegossen dann in KR auch von oben kommt. Ich habe mir mal so ein Bild gemacht, auch durch das Lesen der ganzen Fachbücher, auch der Bücher von John Doerr und natürlich Andrew Grove, dass eigentlich das Visionäre von der Geschäftsleitung oder von der Führungskraft kommen sollte, das O vermittelt werden sollte, so blumig wie es nur geht, aber so ambitioniert oder so heiß machend, dass die Kollegen, die da Aktien drin haben können, noch mitschwimmen. Und die wiederum sagen dann, okay, wir trauen uns zu, dieses Ziel zu erreichen und wir beweisen, dass wir da gekommen sind mit diesen Key Results. Das ist also so ein Geben und Nehmen von beiden Seiten. Das erlebe ich momentan sehr, sehr schwach tatsächlich. Ja, also oft wird das nochmal als MBO verwendet, irgendwie so als Management by Objectives Item, sodass man halt eben eigentlich eine Aufgabe bekommt und Erwartungshaltung hinterher gedrückt wird. Wie habt ihr das bis jetzt gemacht oder erlebt? Genau, also bei uns Geschäftsleitung sitzt drin, dann haben wir unsere ATRs, das sind unsere Agile Transformation Responsibles, die in jedem Segment sitzen und sozusagen auch das Segment verstehen sollen, auch wie sie, sage ich mal, agil schon transformiert sind und, sage ich mal, die Needs mitnehmen. Also es ist sozusagen der Geschäftsführer, der drin sitzt, dann die Bereichsleiter und die Agile Transformation Responsibles bei uns. Also sozusagen schon von jeder Ebene. Ne? Der Agile Transformation Responsible ist auf Segmentebene, der ist der Ansprechpartner für die agile Transformation, ist meistens auch Agile Coach, bekommt sozusagen die Needs der Segmente mit, die Bereichsleiter des Bereichs und dann eben Geschäftsführer oben drüber, der die Weitsicht hat. Janina, du meldest dich noch? Ah, old hand raised. Okay. Genau. Ich habe eine Frage aus der Praxis tatsächlich. Ja. Wie lange schafft ihr denn oder wie stellt ihr sicher, dass die Rollen eingehalten werden? Also wir haben immer das Problem, dass die Leute aus ihren Rollenbeschreibungen rausfallen. Okay, du meinst jetzt...
Gib mal ein Beispiel. Der ist jetzt Product Owner und dann behält er sich eben nicht wieder Product Owner. Okay, ja. Oder er ist so. Das sind halt diese Punkte, wo immer wieder mit gekämpft werden muss, weil es ja teilweise auch so ist, dass das gar keine schlechten Ideen sind, aber man muss halt sicherstellen, dass trotzdem in Rollen gearbeitet wird, in einer gewissen Weise. Sonst brauchen wir die Rollen ja nicht. Richtig, gebe ich dir vollkommen recht, ja. Das ist eine gewisse Schwierigkeit. Ja, da kann ich ja noch gar nicht so viel Erfahrungswerte geben. Also die POs oder die Product Owners bei uns, die ich jetzt kenne, die sind eigentlich in der Zeit schon immer in der Rolle drin geblieben und da ist jetzt niemand irgendwie rausgepurzelt oder verhält sich nicht nach den Richtlinien oder nach der Rollenbeschreibung. Habe ich jetzt so direkt kein Beispiel. Also ich finde es eher wahr, wenn eben Menschen ganz neu in dieser PO-Rolle sind, zum Beispiel, dass die noch nicht so genau wissen, was wird denn da von mir erwartet. Richtig, und das ist was, was ich dann mit Training und einfach auch mit Austausch, also wir haben so eine PO-Community, wo die sich dann auch mit anderen POs austauschen. Wie hast du das denn da gemacht? Also einfach mit Lernangeboten, ich da unterstützen kann. Also das haben wir bei uns auch. Agile Community ist das bei uns zum Beispiel, wo Agile Coach sind, wo auch POs sind oder AMs, also alle, die, sage ich mal, eine agile Rolle innehaben, die sich dann wirklich auch austauschen können zu Themen, um sich da gegenseitig auch beraten zu können. Aber so ein richtiges Beispiel wirklich jetzt, was dazu passt, kann ich dir so nicht. Okay. Ist ja noch welche gemeldet vielleicht. Ja, genau, richtig. Sarah, von Damian nochmal eins. Okay, Damian. Ich kann es auch drehen. Ladies first, alles gut. Ja, okay. Gut. Es ist zwar jetzt nicht Scrum-Rollen-Ding, wo ich erlebt habe, oder was ich erlebt habe, betrifft meine eigene Rolle. Ich habe letztes Jahr, vor 1,5 Jahren, habe ich People-Coordinator-Stelle angenommen. Ich habe erst mal gedacht, okay, das ist eine Kleinigkeit. Das war tatsächlich aber mehr und es wurde dann verschriftlich und wir haben daraus eine ganze Stelle mit Formalismen und sonstigem geschaffen. Ich habe aber festgestellt, wenn man aber mich dann als Dienstleister herangezogen hat, sage ich mal ganz plump, hat sich die Rolle massiv geändert oder diese Stelle hat sich massiv verändert. Und inzwischen ist das so, ich werde wieder tauschen, in Richtung Coaching gehen und Trainer machen bei uns. Jetzt ist aber mein Vorgesetzter total enttäuscht letztendlich, dass ich das mache, weil diese ausgefüllte Rolle so viel Raum eingenommen hat. Also ich bin total aus dem Rahmen gefallen, aber das war so nötig, dass jetzt Gedanken gemacht wird, wie können wir das alles nachbesetzen? Also eigentlich müsste ich verdreifacht werden. Deswegen, ich glaube nicht, dass es schlimm ist, dass man diese Rollen so verankert und so verbissen dran bleibt. Das ist natürlich sehr unagil, um genau zu sein. Andererseits ist es hilfreich, wenn man dann in Konflikte gerät und dann versucht zu schlichten, zu sagen, jetzt habt ihr aber das gleichzeitig versucht, irgendwas in Bahn zu lenken. Es funktioniert aber nicht, weil derjenige A ist dafür verantwortlich und nicht derjenige B. Also einigt euch irgendwie anders. Das ist hilfreich. Aber wenn eine PO gerne Agile Master Rollen übernimmt und das im Team und im Unternehmen angenommen wird, dann ist das zielführend oder wirksam und damit sollte es eben nicht verhindert werden. Also das ist meine Erfahrung bis jetzt. Ja, und vor allem, wenn man das jetzt wie in dem Fall von Janina, wo, sag ich mal, Ressourcenknappheit herrscht, ja auch super. Also wenn man Es ist nicht nach Buch, ja, aber man muss ja eben auch ein bisschen wegkommen von dem, wie steht es im Buch, ja, sondern wie ist es wirksam, wie du schon sagst, ja, also wie funktioniert es? Und wenn ich jemanden habe, der eben beide Rollen gerne einnimmt, dann bitte hindert ihn nicht daran. Also das Einzige, was ich festgestellt habe, was bei unseren Agile Mastern jetzt noch rausgekommen ist, über die letzten Jahre, es gibt welche, die sagen, wir sind total ambitioniert, wir würden ganz gerne 50% unserer Arbeit dahin investieren und das sind Softwareentwickler, um genau zu sein. Und es gibt einige, die sagen, ey, ich mache nur das Minimum, was so geht. Und deswegen heißen die bei uns auch agile Unterstützer. Ne? Ah, ja. Und diese Konstellation hat sich aber auch nicht ganz brauchbar erwiesen, weil wir haben keine Traktion auf die Strecke gekriegt. Wir haben auch die Kommunikation schludern lassen auf diese Weise. Ich bin da leider auch betroffen und im Chair. Also eigentlich müsste ich da genau mehr Hebel setzen. Mhm. Mein Vorgesetzter ist jetzt auf dem Weg dahin, das Ganze so ein bisschen wachzurütteln und alle da wieder einzuheizen, dass sie teilnehmen, weil es fehlt eine Art von Sparring. Also momentan sind eigentlich die Agile Master bei uns zahnlose Tiger. Und das ist natürlich das, was wir nicht wollen. Wir wollen natürlich einen Austausch haben, ein bisschen an den Baum schütteln, ne, gucken, welche Äpfel runterfallen. Und das findet man nur raus, wenn man halt eben diese Rollen auch wirklich verinnerlicht hat. Also so ein Hybridmodell ist okay, wenn man wirklich Knappheit hat. Aber langfristig ist das eine Falle, weil man kommt halt eben nicht ins richtige Doing, wie ich entdeckt habe. Ja, vielen Dank, Damir. Sarah, ganz kurz, bevor du drankommst, würde ich das gerne kommentieren. Bei uns ist jetzt auch so,
dass zum Beispiel, du hast angesprochen, wie stark sind denn die Rollen auch akzeptiert oder auch implementiert? Das ist zum Beispiel jetzt bei uns, was ich sehr, sehr stark merke. Der Fokus, gerade zum Beispiel auf Agility Master, People Manager steht da jetzt als kleines Tool immer mal hinten dran, kommt aber immer mehr wie so eine Art, ich will nicht sagen Führungsrolle, aber angehende Führungsrolle, weil du halt super viel mit dem Team auf der People-Ebene eben tust. Ja? Und deswegen wird die bei uns immer mehr gestärkt. Also das merke ich auf jeden Fall, dass da gerade wirklich auch vom Vorstand her, von uns, also im Bereich, geguckt wird und sagt, hey, die sollen auf jeden Fall gestärkt werden und mehr in den Umlauf kommen. Und um das geht es ja gerade, um diese geteilte Führung. Also ich übernehme Führungsverantwortung für die Menschen, für die Beziehungen von den Menschen, für die Organisation. Und der PO übernimmt die Führung für das Produkt, die Produktvision. Und das Team übernimmt aber auch Führung. Das Team übernimmt Führung, wie implementiere ich dieses Produkt? Und da hat sich diese ganze Führungsverantwortung immer auf verschiedene Kompetenzbereiche verteilt. Und das ist Agilität. Das ist schön da. Ja. Sarah. Ich kann es nur unterschreiben, also weil wir sind bei uns auch gerade dran, jetzt ein ganzes Dezernat sozusagen in so eine agile Transformation auch reinzuführen, also in die Scrum-Teams, und wir gestalten gerade die verschiedenen Rollen aus. Und ich glaube, auch ein entscheidender Punkt, und das habt ihr gerade auch schon gesagt, Damian sagte so schön zahnloser Tiger, ist nämlich genau das, die Frage, wie akzeptiert sind die Rollen, haben die entsprechend auch das Standing und können sie überhaupt wirksam sein, ne? Oder ist es sozusagen nur so, dass man irgendwie einer Person, ich sag mal, eine Rolle umhängt und einen tollen Titel draufschreibt, aber am Ende des Tages hat sie gar nicht sozusagen die Möglichkeit, tatsächlich zum Beispiel Impediments aus dem Weg zu räumen, ne? Und das ist tatsächlich was, da sind wir sehr intensiv auch mit unseren Vorständen dran, dafür Akzeptanz zu erreichen. Und es bedeutet letztlich natürlich auch, sich zu überlegen, welche Kompetenzprofile brauche ich eigentlich in welcher Rolle, ne? Und ich kann halt nicht eins zu eins jede Führungskraft, die vorher vielleicht eine Abteilungsleiter war, in eine Scrum Master oder Product Roader oder Agile Coach Rolle stecken, ne? Sondern da auch nochmal differenziert zu schauen, wer hat da eigentlich welche Kompetenzen, wer ist eigentlich für welche Rolle wie geeignet, ne? Und eigentlich auch da, sag ich mal, komplett neue Bewerbungsprozesse letztlich auf die einzelnen Rollen auch ja, durchlaufen zu müssen. Also von daher, da bin ich gespannt, wie sich das bei uns auch noch entwickelt, aber da kann ich auch nur unterstreichen, was ihr vorher auch gesagt habt. Was ich nochmal als Frage hatte, und zwar, vielleicht habt ihr da schon Erfahrungen, also was mich noch gerade umtreibt, ist, wie wir jetzt OKR gut auch mit Scrum verknüpfen, ne? Also wir haben sozusagen teilweise eben Teams, die mit Scrum unterwegs sind, teilweise auch nicht so, und OKR ist für uns ja eigentlich, sag ich mal, das Framework, um strategische Ziele runter zu kaskadieren. Und wo wir aber immer wieder ein bisschen dran scheitern, ist an diesem Punkt, wie schaffen wir es sozusagen in so 3-4-Monats-Sprints unsere OKR-Sets zu definieren und diese dann aber in den Plannings im Monatssprint wiederum so zu operationalisieren, dass sie für unser Scrum-Framework funktionieren. Und ich weiß nicht, ob es da vielleicht auch schon Erfahrungswerte hier aus der Runde gibt. Erfahrung? Also wie gesagt, wir sind ein Startup, unser Produkt gibt es erst, also das wurde offiziell gestern auf der Sapphire verkündet. Okay. Das heißt, wir arbeiten noch nicht mit OKRs. Also ich weiß, einige Organisationen machen das bei uns bei SAP, machen das aber auf größere Bereiche bezogen, von ein paar hundert Leuten, nicht auf einzelne Scrum-Team-Bereiche, aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Sarah, ich hätte gern meinen Kollegen, den Flo, jetzt mit dabei, weil genau das machen die aber für ein bestimmtes Projekt. Wir haben eine Impulsveranstaltung für Führungskräfte und da machen die das genau für 4 Wochen, machen die Sprints, machen 2-wöchentlich Reviews und so weiter. Nur bin ich da im Team nicht mehr dabei, deswegen. Aber ich höre immer nur, dass es super gut funktioniert und diese 4-Wochen-Sprints wirklich auch Spaß machen, weil man in 4 Wochen halt wirklich sofort ein Progress, ein Ergebnis hat oder Minimal Viable Product, an dem man was man ins Review schicken kann und sagen, hey Leute, was sagt ihr dazu? Passt es oder passt es nicht? Damian? Vielleicht kann ich ergänzen, also da anschließen, wir machen nämlich OKR und Scrum, sogar manchmal Kanban, aber sei es drum. Dadurch, dass wir OKR geschafft haben, auf Scrum-Ebene zu hieven, also wir haben sehr vergleichbare Events dort auch, ne, mit Drafting vorneweg, Planning vergleichbar und am Ende eine Retrospektive und ein Review, ist das sehr, sehr vergleichbar. Fühlt sich an wie so ein Nexus oder so ein Large-Scale Scrum. Und die
Den gemeinsamen Takt finden wir dadurch, dass wir einfach die POs ins Rennen schicken. Also auf einem gewissen Level können ihren Beitrag leisten zu dem OKR. Müssen natürlich auch in so Check-ins berichten, ne, wie weit der Progress ist. Das ist nicht unüblich. Und sie spielen also die Information wieder zurück ins Team, weil wir haben 170 ITler allein. Und das ist unmöglich, alle in so ein OKR reinzukriegen, außer wir machen es rekursiv. Und so haben wir es noch nicht gestaltet. Wir haben bis jetzt nur zwei Ebenen, einmal die Geschäftsleitung und einmal das Management mit dem Business Director. Und das wäre echt zu viel. Also wir hatten dann gefühlt vier Ebenen. Das ist too much. Aber das scheint ganz gut zu akzeptiert zu sein. Wichtig ist nur, dass die Mitarbeiter selbst, die jetzt keinen direkten Beitrag haben in OKR, dass sie informiert sind, dass man transparent genug ist, genau, mit Tools, ja, wie zum Beispiel Mooncamp haben wir jetzt im Einsatz. Und die sind dann eigentlich recht zufrieden damit, weil sie haben einen operativen, sehr, sehr fokussierten Arbeitsbereich und das High-Level-Zeugs, was da oben so vorgegeben wird, das wollen sie eigentlich zur Kenntnis nehmen, aber es nicht wirklich da einen Hebel dran setzen. Das haben wir einmal versucht, meiner Ansicht nach ging das sogar gut, aber wir waren 20 Leute in dem Meeting und das war echt anstrengend. Und das war nur ein Bruchteil von der Mannschaft, also das war kompliziert. Aber es lässt sich gut vereinbaren, weil sie so verdammt ähnlich sind, diese beiden Frameworks. Ja, danke Damian. Ich würde ganz gerne noch mal kurz auf das Thema zurückkommen mit dem zahnlosen Tiger. Also es ist bei uns auch so, dass mich meine Führungskraft mit in die Gespräche nimmt, wenn wir neue Mitarbeiter bekommen, weil sie mich eben als Agility Master so sieht, dass ich das Team gut kenne. Ich weiß, wie sie funktionieren, weiß, wie sie ticken. Und um zu sagen, okay, passt der denn nicht nur fachlich, passt der denn auch vom Persönlichen her ins Team? Und das war für mich schon wirklich ein riesen Vertrauensvorschuss, ja, den ich da genieße und wo ich dann auch sagen kann, hey, das ist klasse. Und das gibt eben dieser Rolle auch, will ich sagen, Macht, ja, aber einfach diese Stärke eben dazugehören und eben auch entscheiden zu dürfen oder zu können, wenn ich eben das Team sehe und dann eben jemanden sehe, der sagt, ich glaube, das ist nicht passend, und das dann wirklich auch Feedback meiner Führungskraft zu geben und sie sagt, hey Tim, wenn du das sagst, dann ist das okay, alles klar. Also das finde ich halt schon schön, und da muss die Führungskraft halt auch mitgehen, ne? Also um, sage ich mal, dieser Position, dieser agilen Rolle eben auch diese Kraft oder dieses Standing zu gewährleisten, muss es eben auch gelebt werden. Das ist ganz wichtig. Also ich habe auch die ganzen neuen Kollegen eingestellt, zusammen mit der jeweiligen Fachperson. Also ja, DevOps, dann habe ich noch DevOps-Engineer dazu genommen oder einen Developer, Backend, Frontend. Aber ich war immer dabei und ich habe die auch ausgewählt, also mit dem Fachkollegen zusammen. Und mein Chef, der hat 50 Leute, der hat keine Zeit für sowas. Das ist alles meine Aufgabe. Sarah, ist es noch die alte Hand, oder? Genau. So, mit 3 Minuten haben wir noch. Frage in die Runde oder ja, gern. An dich auch, Tim. Ich erlebe das bei uns immer wieder, dass wir uns aufreiben zwischen Product Owner und Customer, weil wir unheimlich viele Abstimmungsschleifen haben, die uns ständig ausbremsen. Und das nervt einfach, weil an sich könnte man schneller sein, aber dann heißt ständig, ja, müssen wir Management nochmal besprechen, müssen wir hier eine Hierarchieentscheidung und da müssen wir zur Führungskraft. Gibt es da irgendein Patentrezept? Also bei uns ist wirklich so, wenn das Team, also ich nenne es wirklich mal bei uns jetzt, oder die Communities of Practice, die 10 Leute, wenn das Team gemeinsam entscheidet, wir gehen diesen Weg und sie entscheiden sich dafür einig, dann wird das gemacht und dann geht die Führungskraft auch mit. Okay. Das weiß die Führungskraft, dass es so ist, und sie sagt, okay, wir haben uns dann entschieden, und dann sagt das Team ja so und so, und dann wird danach auch wirklich reagiert, beziehungsweise dann wird danach eben das auch so durchgeführt. Aber das ist halt immer noch die Schwierigkeit, wenn diese beiden Welten noch da sind. Genau. Also Teamebene ist dann alles super agil und außenrum ist aber noch dieses alte System und dann kollidiert das natürlich. Und dann gibt es genau das, was du beschreibst. Ja. Und das ist ja auch diese Problematik, ne? Also in diesem, wir sind ein super, ich sag mal, ja, okay, das ist vielleicht falsch. Wir sind immer noch ein ziemlich konservatives Unternehmen, wenn wir jetzt mal ein bisschen aus der IT rausgehen. Ich glaube, wir sind da schon so die Frontrunner und wollen Sachen ins Unternehmen treiben. Aber der Standort, die Produktion läuft anders. Und du kannst auch nicht, meiner Meinung nach, bei uns die komplette Produktion, wie sie jetzt gerade ist, komplett agilisieren. Ja, das ist ja auch gar nicht das Ziel. Agilität ist in komplexen Umfeldern, und so ein Produktionsprozess,
das ist vielleicht gar nicht komplex, sondern einfach kompliziert. Da ist einfach ganz klar, was zu tun ist. Genau, da bringen agile Methoden auch keinen Mehrwert. Das muss einen Mehrwert bieten und nicht einfach nur agil einführen. Und da ist dann das, was die haben, genau das Richtige. Genau. Und deswegen muss man das auch immer hinterfragen. Nicht immer sagen, agil ist jetzt ein super Weg für alles. Ist es auf gar keinen Fall. Man muss immer, es gibt immer gute Gründe für die Dinge, die so laufen, wie sie jetzt gerade auch laufen im Unternehmen. Vielleicht noch als Abschluss. Ja, danke für die Frage, Sven. Gerne. Punktland. Genau. Timeboxing ist doch auch ein. Ja, Timeboxing, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, du bist gerade kurz gemeldet und wieder zurückgezogen. Daniel, letzte Worte von dir. Raus damit. Ja, ich würde das jetzt alles hier zusammenbrechen lassen, Timeboxing, weil ich habe jetzt noch eine weitere Frage, die das noch in Diskussion herbeiführt. Also, meine Frage wäre gewesen, wie geht ihr mit spontanen Rollenverteilungen um? Also wenn zum Beispiel sich ein Meeting ereignet und es gibt so einen informellen, so informelle Strukturen, die sich dann ergeben. Einer nimmt dann die Führung in Gänsefüßchen in die Hand und gilt dann als Lead. Oder wenn man zum Beispiel moderiert und der Moderator ist gerade abwesend oder eben nicht greifbar, weil krank etc. Wie geht ihr damit um? Habt ihr da Erfahrungen gemacht? Das gibt es bei uns so nicht. Bei uns ist jedes Meeting im Vorhinein strukturiert, wer es moderiert. Okay. Also das haben wir, so haben wir unsere Kultur, sag ich mal, entwickelt, dass auch bei unseren Weeklies für die Product Family jedes Meeting hat seinen Moderator. Okay, weil ich habe ein Meeting ins Leben gerufen, vor 10 Jahren knapp. Das nennt sich bei uns IT Weekly, das kommt so aus dem Scrum of Scrums herausgeboren. Das war früher für Entwickler gedacht, heute für die gesamte IT. Da sind alle 130 Leute bei uns, 170 eingeladen, aber 130 im Peak haben mit teilgenommen. Und da ist es so, wenn ich zum Beispiel ausfalle und man merkt, dass ich als Moderator, wenn ich nicht da bin, dann übernehmen automatisch die Kollegen und die gehen dann in den Moderator, diese Moderatorrolle. Ich trenne das tatsächlich ganz hart. Diese Rollen sind für mich spontan und die Stellen tatsächlich sind dann fix. Aber keiner hat die Stelle des Moderators. Deswegen ist die Rolle frei und jeder, der quasi sich berufen fühlt, der kann die Karte ziehen und halt eben durchmoderieren. Und dann üben die Kollegen auch implizit, wie man so etwas durchzieht. Gut, das haben wir, finde ich sehr gut. Könnte ich mir auch nochmal vorstellen, bei uns noch ein bisschen mehr zu triggern. Aber bei uns ist es also wirklich gedacht, wenn ein Agility Master da ist, dann ist derjenige auch für die Moderation zuständig. Wir geben aber zum Beispiel auch immer mal die Freiheit und sagen, hey, möchte das heute jemand mal wer anders machen? Das wäre ja sowas Ähnliches. Ne? Aber da muss ich auch sagen, da sind die Kollegen oft auch sehr bequem und lassen das die Agility Master gerne machen. Wenn wir ehrlich sind. Ja, das ist genau der Punkt, habe ich auch erlebt. Ne? Also wenn derjenige da ist, der schon öfter gemacht hat, dann wird dem das zugetragen und der Machst bekommt dann so ein Emblem. Genau. Ja? Nee, ich habe nur kommentiert. Machst du das wieder? Das hat auch gut geklappt. Ja, genau. Das passiert genau das. Und ich dachte immer, ey Leute, das ist ein freies Konstrukt, was wir hier aufgebaut haben. Das ist eine Gemeinschaftsleistung. Wenn ihr da einen Beitrag leisten wollt, zeigt euch, macht. Gibt Beitrag und vor allem führt dann durch das Meeting. Und dann bin ich etwas entspannter, kann mich dann wieder lösen. Ja. Auf jeden Fall Laune. Fertig. Okay. 14:32. Ich würde sagen, wir schließen. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank euch. Danke. Und bis bald wieder.